wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich bin gerade in Berlin angekommen bei Mücke Motorsport und ich hatte euch ja im letzten Video zusammen mit der Michi erzählt, dass es noch eine kleine Einleitung gibt. Die machen wir heute zusammen, dass ihr vielleicht noch einen kleinen und einen besseren Einblick habt in das Motorsport-Thema. Und ich hätte gesagt, wir gehen einmal zusammen rein und zeigen euch auch noch mal ein bisschen was von Mücke Motorsport vorher. Mal ein Hintergrundgeräusch hört. Ich habe die Juno nämlich mitgenommen und die schnüffelt hier die ganze Zeit rum. Thorsten. Ja, lieber. Ich hätte gesagt, wir stellen dich einmal ganz kurz vor, oder du stellst dich einmal ganz kurz vor, wer du denn so bist und was du so Schönes machst. Ja, ich bin, was ich so Schönes mache, Motorsport mache ich. Leidenschaftlich gern. Mhm. Seit vielen, vielen Jahren. Hab vor Urzeiten selbst mal im Motorsport angefangen, Kart und Rallye. Und bin seit etlichen Jahren jetzt schon mit Teams verbandelt, arbeite mit unserer Firma, dann arbeiten wir für Rennteams, für Motorsportveranstalter und für Fahrer. Du bist quasi jemand, der jetzt Leute dann noch unterstützt, in den Motorsport einzusteigen? Unter anderem. Ja. Unter anderem sind zum Teil, weil wir im ingenieurtechnischen Bereich sind, sind zum Teil ingenieurtechnische Dienstleistungen, ist aber auch Management. Mhm. Je nachdem, wie sich es gerade so ergibt und das eben schon sehr lange. Ja, und du hast ja, ich weiß gar nicht, wie kam es überhaupt dazu? Also ihr habt quasi eine, ihr seid wie viele? Wir sind mehrere. Also viele, aber das Kernteam, wir sind drei Leute, also meine beiden Geschäftspartnerinnen und ich. Ja. Und dann gibt es noch so ein Umfeld, was uns noch unterstützt mit diversen Leistungen und so weiter. Und das ist unser Team. Ja, erklär mal, was ihr eigentlich macht, beziehungsweise was ihr vorhabt. Ich glaube, euch oder das, was du ja jetzt vorhast, es tut mir echt leid, die Juno. Ich nehme sie vielleicht auch einfach mal auf den Arm, weil sonst schnüffelt die ganze Zeit rum und nervt. Ja, alles. wie lange gibt es dieses Projekt schon und was war der Grund? Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz das Projekt an sich, das haben wir ja noch gar nicht vorgestellt, da wo ich jetzt so ein kleiner Teil vielleicht davon bin. Ja, ein kleiner, aber wichtiger Teil. Also wie es dazu kam und was ihr überhaupt macht, dass du das vielleicht mal den Zuschauern einmal erklärst. Managementleistung für Fahrer haben wir schon sehr lange gemacht. Das waren aber in der Vergangenheit immer Jungs gewesen. Mhm. Jungs, die aus dem Kartrennsport kamen und in den richtigen Rennsport gewechselt sind, dann, also Formelrennwagen. Und letztmalig 2015, dann 8 Jahre lang gar nichts. Und im vergangenen Jahr entstand dann so bei uns die Idee, man könnte das doch mal mit Mädels und jungen Frauen machen. Richtig. Weil solange wie ich im Motorsport bin, ich weiß, das sind viel zu wenige, es sind schon mehr als früher, aber immer noch viel zu wenige. Und warum nicht mal was für die machen? So ist die Idee zu dem Projekt entstanden. Und das haben wir im Herbst begonnen, unter dem Namen Fem Racing. Und da die Mutterfirma Quantum heißt, heißt das ganze Ding Quantum Fem Racing, also QFR. Und wir begleiten jetzt Mädchen und junge Frauen beim Einstieg in den Motorsport und auch bei ihrer weiteren Entwicklung, also Management, Coaching und so weiter. Und das immer in Zusammenarbeit mit Teams, denn wir sind ja kein Rennteam. Ihr seid quasi nur das Management, das zusammenführt. Management, was alles zusammenführt und was sich so um das ganze geschäftliche Umfeld dann kümmert. So, und dann suchen wir immer passend die Rennteams aus, weil es ja darum geht, in welcher Rennserie fahren die jungen Frauen. Und dann das passende Team dazu. Und dann in dieser Dreierkonstellation arbeiten wir dann zusammen. Sehr gut. Ja, dann natürlich die nächste Frage. Wie sind wir überhaupt zusammengekommen, dass ihr auch mal so einen kleinen Einblick habt? Warum hast du dich überhaupt bei mir gemeldet? Weil das Lustige ist, wir haben, glaube ich, als erstes geschrieben und der Thorsten wusste noch gar nicht, dass ich überhaupt meine Rennlizenz, also ich hatte irgendwie Lust, meine Rennlizenz zu machen, weil ich Bock hatte, da so ein bisschen einzusteigen, aber ich hatte gar keinen Plan, was ich da überhaupt, bei was ich anfange, wo ich da einsteigen muss, gar keine Ahnung, weil ich dachte mir, ich mache jetzt erstmal den Schritt und mache erstmal meine Lizenz. Und dann kamst du. Genau, das passiert ja unabhängig voneinander. Du hattest deine Pläne mit der Rennlizenz gehabt, das wusste ich aber nicht. Und du wusstest nicht, dass es uns gibt. Und wir sind über Instagram
warst, oder Instagram, ich, kam der Kontakt zustande. Ich habe dich angeschrieben, ob du Interesse hättest, in Motorsport einzusteigen, und das passte auch zu deinen eigenen Plänen. Und so ist das, das ist alles noch ganz frisch. Ja, also, alles ganz frisch. Februar sind wir zusammengekommen. Und du hast deine Rennlizenz im Februar gemacht. Und jetzt sind wir auch in der Konstellation mit einem Rennteam dann zusammen. Ja, genau. Wir haben ja uns jetzt für das Rennteam MK Racing entschieden. Richtig. Da bist du auch drauf gekommen. Genau. Den Kontakt habe ich hergestellt, was eben auch von den Örtlichkeiten ja ganz gut passte. Und auch zu den Plänen, über welche Rennserie du deinen Einstieg vollziehen willst. Und genau. Es geht also um die Nürburgring-Nordschleife, und da MK Racing dort unterwegs ist, in der RCN und GLP, passte das ganz gut zusammen. Und so haben wir das zusammengefügt. Und das ist dann so unsere Aufgabe, also meine beiden Geschäftspartnerinnen, die Andrea und die Daniela und ich als Kern des Ganzen, das ist so unser Hauptjob da. Okay. Ja, unser Plan ist jetzt auf jeden Fall, dass ich erstmal mit der GLP quasi einsteige, um reinzukommen, um danach dann RCN zu fahren und dann langsam vielleicht zu meinem Traum zu kommen, einmal 24-Stunden-Rennen mitzufahren. Dann kriegen wir die VLN, also Nürburgring Langstreckenserie, NLS heißt sie ja mittlerweile, und dazu als Sahnehäubchen obendrauf das 24-Stunden-Rennen. Aber das ist dann jetzt schon mal so in der langfristigen Planung. Also wir bauen dich sukzessive in kleinen Schritten auf. Wir müssen ja auch mal gucken, wie ich überhaupt fahre und mich so anstelle, ne? Ja, davon gehe ich mal aus, weil dass jetzt, du fahren kannst. Ja, ich sehe das ein bisschen anders, weil so eine Rennlizenz zu haben, heißt jetzt nicht, dass du fahren kannst. Das heißt, wie du dich auf einer Rennstrecke verhalten sollst. So ist meine Meinung, ja. Ja, kann man so vergleichen mit dem Führerschein im Straßenverkehr. Ein Führerschein heißt ja noch lange nicht, dass man wirklich Auto fahren kann. Ja. Also man weiß mit dem Führerschein halbwegs, wie man sich im Straßenverkehr bewegt. Das ist mit der Rennlizenz genauso. Also man weiß, wie man sich auf einer Rennstrecke verhalten muss und so weiter. Aber ob man richtig Rennen fahren kann, das zeigt ja dann erst die Praxis. Da. Genau. Und das haben wir ja zusammen vor. Und ich komme ja auch nicht aus dem Kartsport. Also ich bin ja eigentlich ein Motorsport-Neuling. Ich komme ja nur von den Track Days quasi, die ich mit meinen eigenen Autos fahre. Ich bin ja auch noch nie in so einem Rennauto gesessen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen dazu. Ich habe selbst mal im Kartrennsport angefangen, aber bin dann in Rallye-Sport gegangen. Und im Rallye-Sport ist es eher ungewöhnlich, dass jemand aus dem Kartrennsport kommt. Also von daher sage ich auch nach wie vor, Kartrennsport-Erfahrung kann sein, muss aber nicht sein zwingend. Es gibt andere Meinungen im Motorsport dazu, die akzeptiere ich auch, aber das ist meine Meinung dazu. Ich hätte gesagt, wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal. Entscheidend ist letztlich, was du auf der Rennstrecke ablieferst. Ob du da vorher Karterfahrung hast oder nicht, das sei mal völlig dahingestellt. Wie ist denn das jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Mädchen sich das Video anschaut und sagt, boah, ich hätte richtig Bock und mein Traum wäre es, wirklich in den Motorsport einzusteigen und hat ein festes Ziel, was sie erreichen möchte. Wie meldet sie sich dann am besten oder wie müsste sie da vorgehen, um quasi da einsteigen zu können mit euch? Naja, sie sollte auf alle Fälle vom Grund auf absolut Motorsport begeistert sein. Sie muss regelrecht brennen für den Motorsport. Also das muss ihre allergrößte Leidenschaft sein. Wenn das vorhanden ist, dann ist es schon mal eine Grundvoraussetzung. Dann kann sie sich bei uns melden und die Kontaktdaten werden dann nochmal eingeblendet und dann würden wir alle weiteren Schritte einleiten. Dann schaut man eben ganz einfach, in welcher Rennserie sinnvollerweise der Einstieg vollzogen wird. Dann, wenn wir die Rennserie wissen, dann bei welchem Rennteam, weil wir dann zu den verschiedenen Teams Kontakt aufnehmen. Und wie entscheidest du das dann, in welche Rennserie, also wo der beste Einstieg passieren könnte? Das hängt ein bisschen davon ab, wenn sich die junge Frau schon für Motorsport interessiert und schon ein bisschen Vorkenntnisse hat, dann hat sie vielleicht schon so ihre Schwerpunkte, dass sie vielleicht sagt, Nürburgring Nordschleife möchte ich unbedingt fahren. Dann schaut man natürlich auf die Rennserien, die auf der Nürburgring Nordschleife fahren. Wenn ihr das aber egal ist oder wenn es vielleicht mehr so die Schiene ist, dass man auf bestimmten anderen Rennstrecken, dann gucken wir eben bei anderen Rennserien. Es hängt auch ein bisschen von den Budgets, den Einstiegsbudgets in den Rennserien ab. Da gibt es ja auch große Unterschiede. Und man eben schauen, wo ist es günstig, wo ist es weniger günstig und so weiter. Also das sind so verschiedene Faktoren, aber das kann man im Gespräch dann herausarbeiten. Ja. Okay, dann hast du quasi dann die Rennserie rausgesucht für sie. Wie geht es dann weiter? Dann haben wir die Rennserie, dann, wenn wir wissen, welche Rennserie, dann nehmen wir Kontakt zu Rennteams auf. Denn wir sind ja kein Rennteam, wir haben ja keine Rennfahrzeuge, wir nehmen dann Kontakt zu Teams auf, stellen den Kontakt her und dann kommt am Ende so eine Dreierkonstellation zustande. Das heißt einmal das Rennteam, was das Rennfahrzeug und die ganze Logistik, die Betreuung vor Ort und so weiter stellt und auch die Renneinsätze durchführt.
dann wir als Management in der ganzen Geschichte und die Fahrerin dann. Und in der Dreierkonstellation arbeiten wir dann zusammen. Und dann ist es eben immer die Zielstellung, die Begeisterung für den Motorsport sollte so groß sein, dass sie sagt, ich möchte Profirennen fahren. Ich zieh's durch, ich möchte in der DTM fahren, ich möchte das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring fahren und so weiter. Also nicht nur so ein bisschen wischiwaschi, sondern... Nee, entweder oder. Also ja. Entweder ganz oder lieber lassen, weil Motorsport ist ein verdammt teurer Sport, ist auch ein harter Sport, um sich durchsetzen zu können. Und ja, da sollte man schon für brennen und sollte sich da auch wirklich dahinter klemmen. Und wenn das alles passt, dann sind wir auch bereit, dann als Partner an der Seite mitzuarbeiten und unterstützen auch den weiteren Weg dann. Habt ihr es gehört? So läuft es dann ab. Wenn ihr richtig Bock habt und wirklich dafür brennt und ihr quasi nur noch Motorsport denkt, dann ist es auf jeden Fall das Richtige für euch. Ansonsten, Thorsten, hast du vielleicht noch ein schönes Abschlusswörtchen für unser Video? Schönes Abschlusswörtchen. Also, ich wünsche dir auf alle Fälle erstmal, dass dein Wunsch, Rennfahrerin zu werden, in Erfüllung geht, dass du dich auch so entwickeln kannst, auch mit der langfristigen Perspektive, dann vielleicht auch mal das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zu fahren, vielleicht dann auch Daumen mal drücken. In eine Profi-Rennserie zu wechseln und so weiter, aber das wird die Zeit mit sich bringen. Insofern immer einen kühlen Kopf bewahren. Auf der Rennstrecke und auch bei den ganzen Planungen im Motorsport. Und dann kriegt man das alles schon so auf die Reihe. Wir sind gespannt, wo es hingeht. Auf jeden Fall werde ich euch mitnehmen, wenn es auf die Rennstrecke geht, damit ihr auch mal so einen kleinen Einblick habt, dass ihr nicht so ahnungslos seid dann wie ich, was man da so alles machen muss, an was man da alles so denken muss, auch gerade so GLP. Nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ansonsten, Thorsten, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch für das Video. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Ansonsten, falls ihr trotzdem noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich beantworte euch die gerne. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.